das geschichtliche Schicksal der Menschen nennen, die gesamte Natur, ihre aus dem Universum genährte Elementargewalt hineingenommen haben, ohne sie doch wirklich zu beherrschen und vielleicht ohne sie je zuverlässig beherrschen zu können. Dies haben wir getan, weil wir anfingen, in die Natur hineinzuhandeln. Damit rückt in der heutigen Zeit der Mensch als ein primär handelndes Wesen so entscheidend in das Zentrum aller Betrachtung wie noch nie zuvor. Zweifellos ist die Fähigkeit zu handeln die gefährlichste aller menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und zweifellos ist ja auch, dass die Menschheit noch nie ein solches Risiko eingegangen ist wie in unserer Zeit. Es liegt in der Natur von Erwägungen wie den hier vorgetragenen, dass sie Lösungen nicht bieten können und nicht einmal bieten dürfen. Aber sie können vielleicht etwas zu einer Selbstklärung beitragen und vor allem dazu ermutigen, dem Wesen und den Möglichkeiten des Handelns, das sich in seiner Größe und seiner Gefährlichkeit noch nie so offen und unverdeckt gezeigt hat, nachzugehen. Mit anderen Worten, sie möchten eine Besinnung einleiten, deren vielleicht noch in einer großen Ferne liegendes Endresultat eine unserer eigenen Zeit und unseren Erfahrungen gemäße Philosophie der Politik sein würde.